Knorpel hast du ja rückwärts extrem. Vielleicht schafft Hubble es ja noch zu der Zeit. Er meint, er kommt später wieder. Ja, geht doch im zweiten, okay. So eine geile Strecke, weil dann müssen wir die Scheiße auch verkehrt fahren, ey. Ach, so schlimm ist die nicht. Ich finde die Strecke gut, aber verkehrt rum. Ja, geht leider nicht anders, müsst trainieren. Aber ist auch keine Pflicht mitzufahren, kannst du auch zugucken. Ja, nee, ist klar, ich gucke euch jetzt eine Stunde zu, oder was? Na, über. Da schlafe ich ein, da finde ich ein. Bei 1 Stunde 43 wird das jetzt gehen. 43 vor allem. Musst du doch mal probieren. Fick dich, scheiß die Wand an, Alter. Mann, Auto kaputt. Oh, na, siehst du, ja, das ist der Reiz. Oh, ist das gut. Ja, die Schikane falsch genommen. Jetzt wisst ihr mal, wie wir uns überfühlen, wenn wir Liga fahren. Weil rausbeschleunigen, wenn die andersrum ist, kriegst du die Schikane ja mit 200. Jetzt habe ich den mit 190 noch nicht mal gekriegt. Die schnelle Todesschikane? Ja, ich fahre den fünften an und gehe davor ganz leicht vom Gas einen runter und feuer durch. Weil im fünften Vollgas kriegst du nicht. Also ich auf jeden Fall nicht. Da habe ich den Winkel nicht dafür. Also ich fahre ja Automatik, ich bremse kurz vorher an. Das ist nur mal ein Tipp von mir. Kannst du mal probieren. Ja, na, ich fahre ja Automatik. Wie gesagt, ich lupfe vorher an. Die Karre bremst dann runter auf 190, dann geht sofort Vollgas. Hier, jetzt im fünften. Jetzt anbremsen bei 100, ganz kurz, ein runter, Feuer durch. Und weiter geht's. Passt. Ich glaube, der Holländer hat sein Auto nicht unter Kontrolle. Ich weiß nicht, ob wir mit ihm fahren wollen. Okay. Das wird er sich, glaube ich, selber noch überlegen, wenn er sieht, dass er eine Stunde fahren. In der Einstellung kann man es lesen. Ja, ja. Zeitlimit 60. Wer lesen kann, ist klar ein Vorteil, sage ich auch jedes Mal. Steht, glaube ich, auch oben drüber. Ganz groß mit Qualifying und eine Stunde. Qualify 20 Minuten. Genau, das meine ich. Gegen den Gipfel verboten. ASK verboten, das finde ich gut. Weil viele fahren nämlich ohne TKS, dafür gegen den Gipfel drin. Und ASK, hätten wir auch schon gesehen. Alter, bleibst du. So, da ja noch Training. Wie lange machst du Training? Viertelstunde. Viertelstunde Training. Dennoch 20 Minuten Quali hinterher. Naja, dann machen wir in 10 Minuten Leben. 10 Minuten Training und dann geht's los. Quali. Wie gesagt, okay. ich brauch kein Training. Ich fahr die 20 Minuten in Quali. In der Quali gegen euch rauchen. Oder zwei. Weil, eine Stunde ohne Rauchen, dann halte ich gar nicht mehr auf Arbeit aus. Also momentan wäre schon gut, ja. 1:41,9 momentan Rekord. Mann! So, ich erstmal rauchen, bis gleich. Jo, bis gleich.
Bis morgen. Hätte ich früher reingehen müssen. Zeit gekostet, ja, 1,5 Sekunden, scheiße. Naja, Reifen lassen jetzt auch nach. Ja. Nein, rutscht doch nicht rüber. Okay, kann ich gleich die Kollegen durchlassen. Und wir holen uns mal die Mediums. Damit wir wissen, womit wir starten. Sprit ist ja erstmal genug da. Gut. In 5 Minuten bin ich Qualifier, gell? Und das 20 Minuten, das sind 5 Runden, das reicht zu meinem. Dragon Trail. Ja, dann starten sie gleich. Wie gesagt, einer sagte ja auch. Ja, bloß andersrum. Aber das ist halt für ihn, für sein Pixel Racing League Training, weil da fahren sie die Strecke rückwärts. Und eine Stunde mit den Einstellungen, wie wir jetzt fahren. Weil wir gesagt haben, ja, wir fahren, weil bis jetzt immer Training, aber bloß eine halbe Stunde gefahren. Aber da kannst du nicht so 100%. So, wir testen nochmal eine Runde mit den Mediums gleich. Oder zwei, würde ich sagen. Und dann legen wir los mit Quali. Schöne Grüße an Niki, Tobi. Von allen, klar. Eine Runde noch, dann geht's los.
ich sehe nur Scheiße. Oh, bitte nicht jetzt. Nee, die Mediums kleben auch gut, ne? Ah ja. Ich finde sie nicht schlecht. Ich komme damit auch gut zurück. Ja. Hätte ich jetzt schlimmer gedacht. Bin ich ehrlich. Ich bin jetzt mal gespannt auf die Zeit. Nur 2 Zehntel langsamer als die schnellen. Ist jetzt VMS Kai. Die alte Kanone. Und wir sind zurzeit auf dem 5. Kai ausgekippt. Ich fahr auch auf Medium. Sache nicht viel langsamer. Gut, dann starten wir, was würde ich sagen. Jo. So. Ah, ich guck gleich nochmal, habe ich ein Auto. Mirko noch Auto wählen. Oh. Wäre er sogar einer davon gewesen. Tödlich. Tödlich. So, Jonas ist auch noch dabei. Auto gewechselt hat er, ja. So, ein super Fabisch. Ich glaube, ist besser, wenn der nicht mitfährt. Oder? Ja. Starten wir, würde ich sagen. Sag ich ja. Der ist vorhin schon ein bisschen. Ich glaube, ihr hattet auch gesehen, dass der irgendwie nicht so sicher fährt, hattet ihr gesagt, oder was? Ja. Der entweder Holländer oder Kroate, ich weiß nicht mehr. Oh, Hoppel, hättest du dich 2 Sekunden früher schreiben können? So. Qualifying geht gerade los. Oh. Hoppel können wir ja nochmal. Kannst du dich neu starten? Schreib's drin, Restart. Nur für Hoppel. Hoppel ist schuld. Ach, Hoppelchen. Ich habe extra noch gesagt die ganze Zeit. Also ich bin auch dafür. Ich mach mal noch. Ist ja noch nichts im Qualifying passiert. Deswegen ist ja gerade an. Ist halt dann der erste Platz vergeben, aber macht ja nichts. Wir müssen bloß alle Nein, abbrechen. Hoppel hasst die Strecke. Wir müssen alle abbrechen. Ach ja. Oder wie? Wenn ich jetzt verlassen drücke, dann ist die Lobby zu. Ah. Hallo, hallo, beste Grüße nochmal in Chat. Tja, wie kann man das denn abbrechen? Wenn ich jetzt hier raufdrücke, ja, dann ist die Lobby zu. Ja. Wieso willst du denn abbrechen? Wegen Hoppelchen, dann kann er mitfahren. Ja, dann. Und Moschke kommt auch gerade. Wie kann man das denn abbrechen? Ich habe das jetzt hier nicht auf dem Schirm. Ja. Ja, aber dann schreibe ich lieber rein Restart-Lobby. Das wäre fairer. Von mir aus, warte, Zille, von mir aus Restart, ja, aber die jetzt in der Lobby sind, die haben auch Anrecht, wieder reinzukommen. Ich das jetzt gleich. Du bist ganz leise bei mir, Kai. Weil. Ja, das müsste ich ja jetzt abfotografieren und die meisten wissen ja Bescheid. Und ja, geht mal raus, brecht mal ab, dann. Okay. Restart-Lobby habe ich reingeschrieben. Genau. Hoppel nicht reinkommen. Alle raus, Banksy, Ferris. Nee, abbrechen funktioniert doch nicht, das meine ich ja. Nein, gibt's nicht. Du kannst dir nicht mitmachen. Sorry. Ach, Banksychen. Tut mir leid. Banksy, die Kanone. Kannst du mir verzeihen? Ja, alles gut, mein Lieber. Aber Banksy kriegt die auch noch mal mit. So, Banksy ist raus, Ferris noch und Peaceman. Naja, gut. Mache ich sie erstmal zu. Ich hoffe, die hören bei YouTube zu. Ich mache die Lobby neu.
Steht ja eigentlich auch drin. Ja. Aber gut, in VR, in VR sieht man nicht so eine Nachrichten. Das ist dann alle doof. Zu jetzt. Also war wohl. Ja, na gut, dann ist alle raus. Gut. Einstellung laden. PAL. Dann hatte ich da noch umgestellt mit den Reifen. Oder soll ich alle drei machen? Das ist aber nasennah. Ja, die was halt was sagst du denn, Locher? Weil wir brauchen auch bloß zwei Pflichtreifen machen. Mach so wie voll. Also, ja, zwei Reifen. Ich würde sagen, mach für die erste Taktik einfach Weichen. Warte mal, ich höre gerade nicht. Was, bitte? Für die erste Taktik quasi Weichen, Medium, fertig. Ja, ja, würde ich auch sagen, ja. Ja. Ist ja bei uns auch so, wieso soll ich da jetzt. Ja, machen wir auch so. So, Reifentypwechsel, Mittel und Weich. So, dann war das bei der Zeit noch, dass die Zeit sich ändert. Oder wir können auch statt 20 Minuten Qualifying auch auf 15 gehen. Da lasse ich mich auch drauf ein. Sind ja, ja eh noch 180 Sekunden Rennverzögerung. Bloß die Einstellung lasse ich halt so. Was hast du nach dem Rennen vor Nachlaufzeit? 180 Sekunden, sage ich gerade. Okay, also 3 Minuten. Genau. Das heißt, du kannst ohne Probleme locker deine Runde fertig machen, fahren, wenn du eine Sekunde vor Ende so, und jetzt ist das Wetter auch an Benutzer definiert, so muss das sein. So, okay, aber Rennzeit lassen wir, 60. Kannst regeln? Nein, auf der Strecke nicht. Ach, ich nenne das auch gleich, PRL. Semi-Pro-Training. Ist eh Langstrecke, da kommen dann eh nicht so viel rein. Training. Nordschleife eine Stunde wäre auch geil. Können wir ja das nächste Mal so einstellen. Das ist unser letztes Rennen. Genau, ich weiß. Lobby steht. Aber ich freue mich nicht, ich schreibe gerade Text. Okay, dann Raum erstellen. Rest hatte ich gemacht. Gut. Sorry dafür, aber Hoppel, bitteschön. Alles nur für dich. Und Moschke habe ich gesehen. Der ist auch noch reingekommen. Der kann dann auch mitmachen. Ich sehe noch keinen Raum. So, jetzt ist er da. Dreieck und alle rein, bitte. Alle rein. Alle rein. Rödel, 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 Rödel. Erfolgreich. Ja, das sieht gut aus. 12. Gerne, Herr, gerne, Hoppelchen, für dich. Klar, hätte ich jetzt auch für Eiler gemacht oder Banksy, oder, weil wir gehören ja zusammen. Wäre scheiße, gerade beim Stundenrennen. G-Power, Wurfe, Ferris. Sagt einer, wer nicht drin ist, schrei, schrei, weil sonst muss ich gleich reagieren. Süd. Wir haben wieder einen wieder Südafrikaner. So ja, ich wollte es gerade sagen. Also, wenn, dann. Ich schreibe ihm gleich nochmal Fairplay or Kick. So, wir sind 16 von 16. Wer fehlt noch? Hoppel ist drin. Hoppel ist drin, Thilo ist drin. Moschke ist drin. Moschke ist auch da. RF Bello. Ich habe ihn nur nochmal geschrieben, das ist ja nicht böse gemeint. Fairplay or Kick. Gilt ja bei jedem. Ja, oder warte mal, vielleicht fehlt ja noch einer, so. Ne? Na, Lobby ist voll jetzt. Hoppel ist da. Tobi, Wuffe, Eiler, ich geh jetzt mal durch. Tilo, Kai, Fu, Ferris. Oh, siehst du, der Südafrikaner hat schon wieder verlassen. Weil ich ihn gewarnt hab. Fairplay, okay. So sind nun mal die Regeln hier. So, da kommt noch einer nachgerückt. Siehst du? Direkt einer nachgerückt. Na, das ist klar, Jonas, weil live. Siehst du? Jonas, siehst du, dann hat er auch nochmal. Nee, nee, Italiener. Ja, ich hab's. Ja, den brauche ich ja dann nicht schreiben, Fairplay. Eigentlich nicht, nee. Nee. So, dann würde ich sagen, gehen wir auch gleich ins Qualifying. Der grüßt doch schon schön. Mhm. Ich denke mal, der AS-Spieler, der wird wohl fair fahren, oder? Sollte man noch hoffen, ja. Ja. So. Dann ich schreibe aber auch gleich Start. Achso, warte, ich muss erstmal noch drin, sonst wäre ich jetzt. Oh Gott. Tobi hat, ist auch noch nicht drin. Alle 16 haben ihr Fahrzeug, ja. Ich bin drin. Super. Oh.
wie gesagt, 15 Minuten, ich hab's runtergemacht. Und wer denkt, seine schnellste Zeit zu haben, dann ist ja gut. Kann er ja dann schon ein bisschen, weiß ich was, trinken oder... Lief ja gut dein Rennen auf Laguna Seca. Hab dich nämlich beobachtet. So, gut. Dann legen wir mal los. Gute Luke, würde ich sagen. Das ist nicht schlimm, wir legen los. Korrigi Schlima, guten Abend. Ich habe Probleme mit dieser Strecke. Ich bin Anfänger. Ja, ja. Und sorry für die Strecke, Hoppel, aber die ist leider auf dem Kalender. Training für die Liga. Bitte? Training für die Liga, oder was? Ja, ja, genau. Lasst euch alle Platz, denkt an euch. Jeder will eine schöne Zeit haben. Ist eh noch Boxenrunde, davon mal ab. Da feg dich. Ihr kriegt die Schikane nicht. Eifenkalt, denk dran, Muffe. Zwar schon warm, aber noch nicht auf Betriebstemperatur. Oh, wie die Curbs rollern musst, ne? Oder kannst, ist ja schön. Boah, so geil, scheiße. Um schnell zu sein. Aua. Ich hätte es davon nicht gesehen. Hallo, Jonas. Das tat weh. Achso, weil ich gerade sehe, ist Ghosting an? Nein, Okay, ist wichtig. Nee. Ja, ist wichtig. Also klar. Kein Ghosting. Nein, absolut ist nicht kein Ghosting. Rennen. Deswegen meine ich, lasst euch Abstand, fahrt nicht so dicht auf. Wenn der Fehler Vordermann. Ist ja alles nicht böse gemeint. Nee, aber du weißt ja, wie es ist. Man kommt um die Ecke, da steht ihr. Ja. Nee, das geht nicht. Wäre mir nämlich gerade beinahe passiert. Ah, okay. Und hast dich gewundert, warum er nicht blinkt, ne? Nicht durchsichtig ist. Probier's mal lieber nicht, genau. Nee, war richtig. Probier's mal mit der Möglichkeit. Mit Ruhe und der Möglichkeit. Wie ist denn das für den Notfall, falls mein Kind zum Beispiel reinkommt? Ist Autopilot an oder auch aus? Test immer. Ist an, ne? Glaube ich, ja. Bloß nicht für ewig, ne? Ich glaube, der ist nur 5 Minuten oder so. Ja gut, wenn es halt dann so ist, ist es halt so. Ja. Kann ich auch nichts dafür. Nee, alles gut. Aber Ghosting ist an. Dings ist an. Auf dem Pilot. Autopilot. Ich muss auf das Toilet. Aber nee, ich hab vergessen, mir ein Bier zu holen. Das war's. Nur wurde wieder versteckt. Nee, heute lieber kein Bier. Ich hatte gestern eindeutig zu viele. Doch, ja. Was hatte ich? 9 Stück oder so? 9 halbe gestern? Wie viel? 9. Eieiei. Bis wir dann in der Früh um 4:30 ins Bett sind. Ich sehe dich links hinter mir. Schlechte Zeit noch. Das war nach 5. Nee. Ja, als wir ins Bett sind, aber ich meine, als Ruf ins Bett ist. Ach so, ja. War es 4:45 oder so. Ihr seid doch krank. Herr Schauer, du fightest mit mir in der schnellen Runde hier, ja? Wir brauchen nur wieder eine gute Zeit. Ja, ich will auch einen haben. Ja, dann halt doch Abstand, nimmst du nächste Runde hin. Ja, warum? Da siehst du, hast du Phase Zeitstrafe. Nee, gar nicht.
hab gerade im Spiegel geguckt, da war da was Rotes über dir. Nee, nix. Guck mal, ich bin schon wieder hinter dir. Ja, du fährst mit Lenkrad, ich fahr Automatik-Controller. Außerdem bist du ja bestimmt ein A-Plus-Spieler. Niemals. Die Wertung ist immer gegen dich. Dann wäre er schon vorbei bei dir. Los, verpiss dich jetzt hier. Danke. Du gehst mir auf den Sack. Auf welchen? Das ist die Frage. Auf den mittleren. Ach, scheiße. Ich bin Anfänger, ich werde hinten fahren. Aber ihr habt ja alle... Nismo... Warte mal, ich Bauer DB bist du, was hast denn du gemacht? Ja, ja, ich sag ja, die Wertung ist nie bei mir. Aber was warum? Hast du gemacht? Machst du noch nie auf S oder hast du noch nicht probiert? Ich hab's nie probiert. Also Sille, beim nächsten Rennen nur S-Spieler, bitte, ja. Ey. Und mindestens C. Scheiße, die hat immer noch durchziehen sollen. So, schneller eben. Oh, ich geh da rauchen, das gleich. Aber ich fahr immer fair, das wissen alle. Naja, aber du hast das S nicht. Ja, scheiß drauf. Nur S-Fahrer fahren fair. Du bist schlecht. Naja, genau. Ganz ehrlich, das S, das kriegst du doch in drei Rennen oder nicht. Geht schnell, ja. Fast du schnell. Aber erstmal fährst du natürlich mit so Leuten mit, wie du Fahrerwertung hast, und die fahren nur nicht gerade fair. Ja, aber er kann ja hinten fahren, er braucht ja, kann, genau. Ja. Um S zu fahren, reicht, wenn er letzter wird. Er muss nur. Er darf ehrlich, keine Autos. Jetzt sagt, ne, habe ich gar keine Ahnung, um S zu fahren. Ich weiß, wo fahrt ihr S? Alter, ich steig morgen in eine U-Bahn, Alter, und dann habt ihr S von mir und ich schick euch eine Fotografie von meinem Ticket, Alter. Das Problem ist, du musst ja eine Playstation mitnehmen und den Controller. Das kriegst du dann S nicht. Von der S-Bahn. Ey, das ist ganz einfach, tägliche Rennen, die Dailies. Da startest du als Letzter und fährst hinten ganz gemütlich mit, darfst kein Auto ran, darfst die Strecke nicht verlassen, kannst ruhig Letzter werden. Dann machst du 3-4 Mal und dann hast du S. Keine Strafe. Dann geht auf die Fahrerwertung runter. Ja, und wenn das ES, was bringt ihm das? Ja, dann ist er ES. So. Ja. Und dann hat er aber schon mal das S. Ja, aber das ist ja ganz schnell weg auch wieder. Da machst du einen Rennen, wo du irgendwie. Also meine Unfälle hast, Ich hab mir das Spiel damals gekauft und. Jedes Mal wurde ich weggefickt von der Straße quasi auf gut. Punkt, Punkt, Punkt. So. Ja, wie gesagt, also ich hatte mein S noch nie verloren. Ich hatte nur ab. Ja. Also von daher. Das C war schon mal. Ich habe die Meldung bekommen, dass Rimac jetzt den Weltrekord ist, den schnellsten Rückwärtsfahren. 275 km/h im Rückwärtsgang. Das C habe ich schon mal verloren. Das Bike D ist, aber das S habe ich noch nie verloren. Ja, aber wie gesagt, die Fahrerwertung ist für mich eh nicht wert. Ganz einfach. Ich war auch schon mal BS. Dann habe ich das B verloren und habe gesagt, okay, Bock, bin nur noch Idioten unterwegs. Ja, wie gesagt, für mich ist die Fahrerwertung eh nichts wert hier drin. Umso besser du wirst, umso weniger Idioten sind dabei. Ist so. Ja. Ganz einfache Regel. So, ich gehe rauchen bis gleich. Aber ich fahre ja nicht bei irgendwelchen Idioten, ich fahre bei uns, weißt du, Zille? Ja. So. Oh, Eiler, ist das Auto verloren? Das alles nicht. Ja. Da ist er mir ein bisschen gerade zu weit auf dem Rasen. Ich fahre so selten quasi. Ich bin jetzt Level 46. Ich kann noch nicht mal einen Motor-Swap machen, Alter. Also von daher. Ich hab fahren, ganz einfach. In Ordnung. Beziehungsweise nee, aber... Autos kaufen. Ja, aber mich juckt das auch gar nicht, Männers. Erstmal gucken, wer vorne ist. So, ich hab die Tilo Fahrzeuge, Schumacher, die ich liebe, Bestzeit, warte mal bitte kurz, Kai. Ich will mal kurz durchgehen. Tilo Schumacher, eine Bestzeit von 1,43.
Dahinter kommt Hoppel, die Zeit wird aber jetzt noch nicht angezeigt, weil er gerade in der Box war. Banksy eine 1,407. Der Locher wird jetzt auch